Ja, wir sind jetzt gerade hier oben von der vergessenen Himmelsinsel hier runtergeplumst und wollen uns jetzt als erstes mal auf den Weg zum Parasegel machen. Und das Gefährliche ist, ihr seht schon, hier ist hier so ein Monsterlager. Dann guckt man da hinten hin. Ach, guck mal da. Da ist ja so ein Schrein. Da ist ja noch ein Schrein. Oh, da ist sogar ein Pferdestall. Gehen wir doch erstmal dahin. Mal Pferde sammeln und registrieren. Übrigens, wenn ihr schon Pferde gesammelt hattet im normalen Modus in Breath of the Wild, dann kommen die hier auch in Tears of the Kingdom. Und ja, dann kann man noch gucken. Ah, hier ist der Satori-Berg. Ja, das ist ja alles interessant. Ja, gut, Richtung Schloss will man erstmal nicht, weil, keine Ahnung, sieht alles böse aus. Aber das ist dann auch der Fehler, weil, wenn ihr auf die Karte guckt, hier ist schon ein gelber Marker und da sollten wir tatsächlich hingehen. Aufgrund dessen, dass da der Stall da hinten ist und alles. Und hier hinten links, oh, da ist ja noch ein Schrein, da ist noch ein Bockblindlager. Ist man hier tatsächlich abgelenkt? Aber den Tipp kann ich euch geben, folgt am Anfang erstmal wirklich den Markierungen. Ihr seht ja, es ist nicht viel. Auf nach Hyrule, Suche nach Zelda. Wir haben noch keine Nebenquests, noch keine Karte freigeschaltet, nix. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man sich dann, wenn man in eine andere Richtung geht, wie das, was eine Zeit lang die Main Quest vorgibt, dann wundert man sich halt irgendwann so, hey, ich kann ja gar nichts machen. Und wie kriege ich dies, wie kriege ich das? Und der Trick ist halt einfach, dass wir jetzt erstmal der Main Quest folgen, hauptsächlich um das Parasegel zu bekommen, weil das ist das größte Problem, wenn ihr weiterkommen wollt. Schreine macht oder irgendwie über Abgründe oder runter und ihr habt da noch kein Parasegel, das ist dann echt nicht nice. Ja, ich skippe das jetzt, dass ihr den Leitfaden habt, wo ihr lang gehen müsst, aber hört euch wirklich genau an, was die Leute sagen. Redet auch mit allen Leuten, gerade hier in der Umgebung. Es ist sowas wie ein Basislager. Quatscht da echt mal alle an. Und die wichtigen Sachen sind auch immer rot hervorgehoben. Orte oder was ihr tun müsst. Das ist ja. Wo kommst du auf einmal her? Stopp! Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Eins steht schon mal fest. Wir haben reichlich zu bereden. Du und Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben. Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Purapet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Masterschwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Die reden halt ziemlich viel am Anfang. So, neuer Zielpunkt. Das ist auch ganz wichtig. Den Tipp kann ich euch nur mitgeben. Guckt nochmal, ob wirklich, jetzt haben wir nur die eine Quest, dass die Quest aktiviert ist, wenn ihr Sidequests macht. Solltet ihr in den Questlog gehen und die aktivieren, weil manchmal denkt man so, ah, man muss was suchen und dann wird aber das, was man suchen muss, quasi hier auf dem Radar angezeigt mit einem gelben Punkt.
Von daher kann man sich da das Leben deutlich einfacher machen. Wie gesagt, nochmal, wir werden jetzt den Weg von dem Parasegel gehen, aber entweder davor oder spätestens, wenn ihr das habt, da beim Spähposten, redet nochmal tatsächlich mit allen. Das wird euch enorm helfen, gerade am Anfang. Wenn ihr euch wundert, ja, warum geht es da nicht weiter? Warum habe ich schon so viele Stunden im Spiel und habe das und das noch nicht gefunden? Irgendwelche Basis-Items. Finde das natürlich ein bisschen versteckter, als das vorher war. Vorher konnte man irgendwie in eine Gegend reinstolpern. Zum Beispiel das Hateno-Institut hat da gemerkt, ach so, ja, da sind welche, da gibt es Items. Und hier muss man das so nach und nach eher durch die Quests entdecken. Wer ist da? Knock, knock, Link ist in der Hause gern. Ja, hier kann man mal gucken. Kann man von der Fähigkeit Ascent vielleicht auch Gebrauch machen. Er lässt uns natürlich nicht hier lang, aber vielleicht, ja. Sag ja, besser gut geklettert als schlecht zu Fuß gegangen. Weil man kann natürlich auch außen rumlaufen, ne? Update über die aktuelle Lage. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal zurück Bericht erstatten. Übrigens hier bestes Tor der Welt, oder? So, der Stein ruft schon nach uns. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. So, dann gehen wir hier zum Spähturm. Mal Flutlicht anschalten und da geht die Luga auf. Ja, als nächstes wollen wir dann natürlich möglichst bald alle Spähtürme machen. Da werde ich euch auch zeigen, wie die gehen. Manche sind wohl ein bisschen tricky. Freizuschalten. Und ja, man diese Kartografietürme freigeschaltet hat. Einfach eine bessere Übersicht über die ganze Map. Auch wenn ich euch was zeigen will oder so, ist das vielleicht ganz gut, wenn man dann eine Orientierung hat. Damit man weiter fliegen kann, lohnt es sich natürlich auch, die Ausdauer schon mal ein bisschen aufzupimpen, gerade am Anfang.
Aber hier standen genug Schreine. Da hinten hat man schon eine Höhle gesehen. Da werden wir auch mal als nächstes wohl dann hingehen. Aber wichtig ist ja jetzt erstmal das Parasiegel. Das sollte ja das Hauptthema dieses Videos sein. Und damit haben wir es auch erhalten. So, dann werden wir uns hier schon mal hochkatapultieren. Ach, herrlich, diese Aussicht. So, dann werde ich jetzt schon mal... Achso, ja, wir müssen ja noch die Karte erstellen. Ein Glück haben wir das Parasiegel vorher bekommen. Jetzt können wir hier schön über Hyrule gleiten. Und wie gesagt, ich werde mir jetzt gleich mal die Höhle da hinten angucken, die wir eben gesehen haben. Als nächstes gibt es dann die Kartografietürme, wie man die freischaltet. Haut rein, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ciao.